warum Aktienrückkäufe für die Märkte wichtig sind und warum die alte Börsenweisheit Sell in May auch heute noch ein Fünkchen Wahrheit enthält, das kläre ich jetzt in einer neuen Ausgabe von Schickentanz Montagsbörse mit dem Kapitälvorstand und Chefanlagestrategen Chris Oliver Schickentanz. Herr Schickentanz, Apple hat in der vergangenen Woche das größte Aktienrückkaufprogramm der Geschichte aufgelegt. Wie wichtig sind derartige Maßnahmen für die Aktienmärkte? Aktienrückkäufe sind ein ganz wichtiger Treibstoff für die Märkte. Zum einen sorgen sie ja dafür, dass mehr Aktien nachgefragt werden, weil das Unternehmen selbst als Käufer seiner Aktien auftritt. Zum zweiten wird dadurch das Gewinnwachstum der Unternehmen entsprechend unterlegt, denn je weniger Aktien ausstehen, je mehr Aktien zurückgekauft sind, desto höher fällt der Gewinn je Aktie aus. Und dieser Faktor macht durchaus 2-3% Wachstum pro Jahr bei den US-amerikanischen Unternehmensgewinnen aus. Und zum Dritten sorgen Aktienrückkäufe dafür, dass sich die Aktionäre wohler fühlen, denn das ist der einfachste Weg, freien Cashflow, den man als Unternehmen hat, zu nutzen und gewinnbringend für die Aktionäre einzusetzen, ohne dass zum Beispiel eine Dividende versteuert werden muss. In diesen Tagen hört man oft die alte Börsenweisheit Sell in May and go away. Ist die denn heutzutage wirklich noch relevant? Diese Börsenweisheit stammt natürlich aus einer anderen Zeit. Damals sind die New Yorker Börsenhändler im Mai auf ihre Sommersitze in den Hamptons gezogen und das Handelsvolumen ist in sich zusammengebrochen. Das ist heute natürlich nicht mehr der Fall. Trotzdem lässt sich empirisch statistisch nachweisen, dass die Börsenphase von Mai bis in den September hinein üblicherweise durch eine relativ schwache Phase gekennzeichnet ist, dass die Kurse insbesondere in den USA auch mal nachgeben. Allerdings ist es wie so oft keine Regel ohne Ausnahme. Von daher sollte man sich darauf nicht blindlings verlassen und vor allen Dingen einen Fehler nicht machen, Aktien komplett zu verkaufen. Denn es kann einem eigentlich nichts Schlimmeres passieren, als dass man seine Aktien komplett verkauft, der Markt weiter steigt und man dann im September eine unglaublich große psychologische Hürde hat, wieder in den Markt hineinzukommen. Blicken wir voraus auf die neue Handelswoche. Worauf achten Sie diesmal ganz besonders? Vor uns steht eine relativ nachrichtenarme Woche. Von der Konjunkturfront her bekommen wir einige Daten aus China und dann das US-amerikanische Verbrauchervertrauen am Freitag. Das dürften die wenigen Punkte sein, auf die die Börsianer achten werden. Ansonsten haben wir noch mal Zeit, die vergangene Woche Revue passieren zu lassen, denn da ist ja einiges passiert. Insbesondere der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hat ja noch mal die Zinssenkungshoffnungen ein bisschen angefacht. Die Berichtssaison, sie läuft in den USA schon weitestgehend aus. In Europa dagegen kommen noch zahlreiche Gewinnberichte. Von der Seite wird also zumindest in den USA ein Treiber weniger für die Märkte da sein. Und was heißt das jetzt? Optimistischer Bulle oder pessimistischer Bär? Wofür entscheiden Sie sich diesmal? Nach dem sehr starken Wochenausklang vom vergangenen Freitag in Reaktion auf den für die Börsianer positiv ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht rechne ich in dieser Woche nicht mehr mit weiteren Kursavancen in den USA. Von daher entscheide ich mich für die USA, für den kleinen Bären. Aber in Europa kriegen wir mit den Gewinnberichten noch einen Kurstreiber. Zudem haben wir hier eine deutlich niedrigere Bewertung. Von daher könnte es in Europa für ein kleines Plus über die Woche reichen. Vielen Dank, Herr Schickentanz. Und Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Montag.